Durchkämmt ist abgebrochen. Ja. Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein. So, Freund, ja, das war nix, ne? Der am anderen Ende denkt sich bestimmt auch, okay. Komm ich hier rüber? Mit meinem Haken? Okay. Ich hab sie schon wieder abstürzen sehen. Hier liegt was. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Ich muss ihm wieder zuhören, okay. Und Geronimo! Okay. Wie gesagt, ob sie die Kante erwischt, ist immer mal so ein Glücksspiel. Zumindest kommt es mir so vor. Ach du, wohin? Ja. Okay. Klasse Typ. Weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier beschützen. Die göttliche Quelle. Genug Informationsaustausch. So, okay. Ich denke, wir müssen... Ah! Der hat mich voll erschrocken, der Typ. Warum kam der plötzlich angehopst? Oh Gott, was war das? Der hat bestimmt runtergeguckt und dachte, hör, was macht die da? Hopst dich mal aus 50 Metern runter, kein Problem. Ah! Okay. Na, Leo, haben wir keinen Scheiß jetzt. Nein. Zieh dich hoch. Na, oh Gott. Frau. Du sollst. Nein. Oh. Danke. So. Ja. Okay. Oh Gott, ja. Und da passieren dann Unfälle, ne? Wisst Bescheid. Wo muss ich denn hier hin? Hier schon mal nicht, okay. Was? Okay, auf ein neues. Das war etwas komisch. Habe ich das verpasst? Bin ich falsch abgebogen oder was war los? Hier rüber, das ist klar. So, dann gucke ich hier weiter. Da muss ich eins nach unten.
Ah ja. Was heißt verloren, Commander? Kein Funkkontakt, kein Sichtkontakt. Nichts. Dann machen Sie ohne sie weiter. Das sind die Missionsplanung vorbei. Es wird zu viele unnötige Lichter. Ziel ohne sie erreichen? Nein, ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche taktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, verfolgt zu werden, machen Sie schneller. Er muss da unten sein. Beeilung, Anna wartet. Haben Sie ihn? Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Okay. Auf ins Archiv. Irgendwas schlachtet ihre Männer ab. Das klingt immer super geil. Das ist er. Das muss er sein. Ich denke auch, dass genau das... Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Ja. Es war eine flambierte Angelegenheit. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Oh, definitiv, Frau, definitiv. So. Oh Gott. Oh, geil, Leichen. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Oh ja. Oh Gott. Lass mich. Bitte. Lass mich. Wer könnte das getan haben? Griechisches Feuer? Fragezeichen? Okay. Was zum Teufel ist das? Klingt wieder sehr unnatürlich. Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Muss wohl noch entzündet werden. Ich kann immer noch nicht herstellen, oder? Ah, furchtbar. Ich habe also zurzeit nur ein bisschen flambiertes Zeug. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung.
Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Ja, ja. Da ist er. Da ist er. Er gehört mir. Oh Gott, nein. Ich sollte erstmal meine Umgebung prüfen. So aus Sicherheit. Das sieht mir nämlich sehr stark danach aus, als wenn hier gleich die Kacke ziemlich am Dampfen sein wird. Trinity, Sie sind hier. Ziel erfasst. Wir können nicht auf die andere Seite. Freunde. Ganz vergessen, Freunde. Bei mir formieren. Erschießt sie, aber trefft nicht das Paket. Trefft nicht das Paket, klingt immer super. Der lebt noch. Wo sind denn die Gegner? Ah, hier ist einer. Gegner? Fragezeichen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass die Leute hier dennoch gleich vorbeischneiden werden. Obwohl, da möchte ich aber lieber einen Molotow-Cocktail dabei haben, als eine Rauchgranate. Ist nur noch der eine. Hab ich gewiss. Oh shit. Gott, mach das weg. Oh, gib mir das! Oh Gott. Fuck you. Ja, jetzt haust du ab, oder was? Oh, okay. Arschkicks. Du nimmst du immer diese Rotze in die Hand. Meine Güte. Aber
Aber jetzt erstmal looten. Erstmal dick fett looten. Hier müssen ja doch einige Leichen rumliegen. Vielleicht habe ich dann da mal die Möglichkeit, hier auch mal wieder gescheite Sachen herzustellen. Ich habe immer noch keine Pilze. Garstiges Volk. Okay. Na gut. Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier, hab sie gefunden. Ihr seid ja drauf, Leute. Ach du Scheiße, okay. Ich brauche Luft. Alter Lara. Stopp! Das war's. Her mit dem Atlas. Auf mir liegt ein schwerer Mann. Aber er hat ein Atemgerät dabei. Juhu, jetzt kann ich so lange, wie ich will, unter Wasser bleiben. Party hot. Kein Stress mehr mit. Oh Gott, Lara, schnell. Läufst den Looten. Oh. Okay. Das dürfte mein Ausgang sein. Oh Gott. Das dauert. Wie es aussieht, muss ich kritisches Feuer benutzen. Ja. Und das ist wirklich kein Spaß. Das dauert nämlich jetzt eine ganze Weile. Das Ding würde jetzt schon zusammenkrachen. Wirklich. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Wirklich. So, viele Ratten hier. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ja, mach ruhig. Mach ruhig, Frau. Ich arbeite dran. Wir müssen dann erstmal von A nach B kommen und gucken, ob hier irgendwo Zeug rumliegt. Mehr Schätzelein. Vorbei, fuck off, hier. Und diese Klugscheiße da. Furchtbar, sage ich dazu. Gib mir mal dein Shit. Diese Zerstörungswut bei Lara. Schwefel. Hier müssen sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Ich denke auch. Aber wie ihr seht, man findet relativ viel Munition und so unterwegs, immer mal wieder. Man ist also nur begrenzt. Machtlos. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Oh ja. Ach, das war ein Spaß. Okay. Kleine Rätsel haben wir natürlich auch immer. Erstmal bis da. Dann müssen wir. Nein, wir müssen.